Liebe Stefanie, ja. Mit unserem nächsten Künstler, da verbindet dich ja so einiges. Ihr seid oder wart ja beide Kinderstars. Also er, glaube ich, im Alter von 3 Jahren hat er begonnen und du im Alter von 4. Ja, er noch ein Jahr früher. Wahnsinn. Ja. Ja, aber es gibt auch einen großen Unterschied, nämlich die Tattoos. Wie? Du hast Tattoos? Na, ich nicht, aber er. Er hat nämlich auf seinem Körper jede Menge Heimat verewigt. Also ein Brezen, ein Hirsch oder auch das bayerische Wappen. Ich will dir jetzt nicht zu nahe treten, aber warum weißt du, wie viel Tattoos und welche Tattoos er auf seiner Haut hat? Das würdest du gerne wissen. Ja, ja, natürlich. Also ich habe nicht persönlich nachgeschaut, ah, okay. Ich habe das gelesen. Ja? Aber den Tattoos kann man natürlich entnehmen. Dieser Mann kommt aus Bayern. Also vom Weißwurst-Äquator sozusagen, oder? Ja, genau. Dann holen wir noch auf die Bühne, meine Damen und Herren. Hier ist er aus Bayern, Max Weidner. Schöner Tag, mit euch ein schöner Tag. Und dieser schöne Tag geht nicht vorbei. Ei, ei, ei. Wenn Sonne scheint, dann fällt uns alles so leicht. Spring mal ins Wasser, nein, seid ihr dabei. Ei, ei, ei. Bleib mal da oder fahr mal lieber heim. Komm, bleib mal zusammen und keiner ist allein. Oh, halt's ja mal hier, lass was passieren. Wir sind hier, schauen wir mal. Was für ein super Gefühl, jetzt gehen wir steil. Jede Nacht, da wird eine Party gemacht. Und jede Partynacht, die wird so geil. Bleib mal da oder fahr mal lieber heim. Komm, bleib mal zusammen und keiner ist allein. Oh, halt's ja mal hier, lass was passieren. Wir sind hier, schauen wir mal. Vielen Dank, Dankeschön. Großartig, danke dir, Max Weidner. Ja, also ich würde sagen, wir schicken ihn zu unserem Tätowierer, dann kann er sich noch das Musi-Logo tätowieren lassen, oder? Das hätte ich auch gesagt, Platz hat er ganz bestimmt noch, oder? Ja, oder wir können doch eigentlich auch, du und ich. Nein, du zuerst. Okay, schauen wir mal, dann sehen wir schon. Du schaust einmal aus.